Hallo Redzo Community, neben mir sitzt Steffen Breuer. Kannst du dich ganz kurz vorstellen, einfach, dass wir wissen, was du so tust? Ja, ich bin, Name ist ja jetzt schon gefallen. Ich bin im Football seit der 85 habe ich selber angefangen zu spielen, war da lange in Düsseldorf in der Pantherjugend. Habe dann dort relativ schnell die Trainerkarriere eingeschlagen, weil ich figürlich damals schon so aussah wie heute. Mhm. Das ist dann irgendwann, stößt man an natürliche Grenzen physischer Art und habe dann das Glück gehabt, auch viel im Jugendbereich gecoacht. Das ist eigentlich auch meine Leidenschaft gewesen als Trainer. Habe das über ein Jahrzehnt lang gemacht, auch in Auswahlmannschaften, auch hier in Bayern, die Bayerische Jugendauswahl trainiert. War in der Nationalmannschaft mit dem Organisator hier, mit dem Martin Hanselmann zugange. Aktuell mache ich nach längerer Pause, da hat es mich wieder so ein bisschen angefixt, die NRW-Jugendauswahl, die U15 allerdings, finde ich eine sehr spannende Altersklasse. Ich kehre so ein bisschen quasi zu den Wurzeln zurück. Mhm. Ja, so viel zu mir. Du hast gerade gesagt, Jugendauswahl-Coach, NRW, die Green Machine. Dahinter steckt ja ein cooles Konzept, also ein sehr interessantes Konzept. Ist eine Jugendauswahl. Kannst du mir ein bisschen was dazu erklären? Also wie läuft das ab? Wie kann man sich so ein Jugendkonzept vorstellen? Erstmal würde ich vorausschicken, dass früher ich ja mal gesagt habe, nach wie vor ist eigentlich Football ist eigentlich kein Sport für Auswahlteams. Mhm. Komma aber, es ist mittlerweile schon ein gutes Ausbildungsprinzip und das, finde ich, macht die Green Machine relativ vorbildlich, weil die mit einer U13, U15 und einer U17 mittlerweile unterwegs sind, was ein bisschen durchgängig ist, auch mit, aus meiner Sicht, subjektiv gesprochen, sehr, sehr guten Trainern. Was für die Spieler wirklich ein Mehrwert ist, wo man sagen kann, dass sie natürlich sehr, sehr gut im Verein ausgebildet werden, aber dass sie dann tatsächlich in der Auswahl durchaus auch noch einen Ausbildungsstandard erfahren. Durch die Leute, aber auch durch die Intensität des Trainings, weil die auch Trainingslager durchführen, über eine Woche in Kroatien, wo man dann wirklich so Football-School-mäßig da was machen kann, das ist da wirklich toll. Sie sind auch sehr innovative Menschen, muss ich sagen, da am Werke, die also das immer auch wieder so ein bisschen versuchen zu optimieren. Letztes Jahr ist die Green Machine nach USA gefahren. Da war das Konzept, man wollte da ein Spiel machen. Da waren sicherlich, die Idee war gut, die Umsetzung kann man immer gewisse Dinge vielleicht auch besser machen, aber sag mal, Lessons learned. Man hat also sehr schnell dann auch gesehen, okay, vielleicht könnte man gewisse Dinge da optimieren. Dieses Jahr ist das Konzept so, dass man auch mit noch jüngeren Leuten hinfährt, auf ein Spiel verzichtet, was ja immer ein gewisser Druck ist, auch auf dem Level vielleicht teilweise nicht von vornherein so steuerbar. Haftung war heute beispielsweise auch hier bei Vorträgen Thema. Muss ja auch gucken, welche Situation setzt man Spieler aus, kann man das eigentlich verantworten. Es ist ja auch alles gut gelaufen, aber das weiß man ja nicht mal vorhinein. Und nächstes Jahr oder dieses Jahr soll es wohl so sein, dass Scrimmages gemacht werden, dass es ein reiner Ausbildungstrip wird, auch mit einem relativ homogenen, guten Trainerstab. Wo die Spieler einerseits, sag ich mal, die Möglichkeit bekommen, das amerikanische System kennenzulernen, vielleicht auch vom ein Austauschjahr in der Highschool irgendwann zu realisieren, da Berührungsängste abbauen. Zum anderen aber auch, dass diese Spieler, weil es eben diesmal der jüngere Jahrgang ist, nicht so im letzten Jahr, dann auch der Auswahl noch zur Verfügung stehen, auch dafür die Maßnahmen besser werden. Und wenn man das über die Altersklassen durchzieht, kommen natürlich dann auch bessere Spieler im Herrenbereich generell an. Klar. Und das kann ein Verein vielleicht gar nicht so unbedingt in dieser Masse leisten, weil der Verband, muss ich sagen, aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut organisiert ist. Das wird auch von den tragenden Leuten da auch finanziell wird das gut dargestellt. Also insofern ist es ein sehr reizvolles Konzept. Mich persönlich reizt daran, dass man wirklich dieses Trainingslager 8 bis 10 Tage teilweise in Kroatien, bei gutem Wetter, bei guten Plätzen, bei guten Medienräumen. Hoffentlich gut. Bis jetzt, ja. Toll, toll, toll. Es dann so ist, dass man auch als Trainer natürlich die Möglichkeit hat, wirklich mal diesen Football zu leben, sag ich mal, so punktuell. Mhm. Und das hat allen Beteiligten da großen Spaß gemacht. Ja. Wie bringt man denn so ein junges Team zusammen? Weil Auswahlteam ist ja immer eine Mannschaft, die aus verschiedenen Spielern, die aus verschiedenen Teams kommen, zusammengestellt wird. Die haben zum einen dieses Camp, aber gibt es denn noch andere Möglichkeiten? Also treffen sich die immer mal wieder? Wie werden die gescoutet? Wie kommt ihr denn überhaupt zu einer Auswahlmannschaft? Ja, der Klassiker sind die Tryouts. Das ist ja wahrscheinlich in jeder Auswahlmannschaft der Welt so. Da gibt es dann Termine, da kommen die Spieler dann dahin. Dann werden sie halt ausgewählt. Im letzten Jahr war es so, oder im vorletzten Jahr muss ich ja sagen, 2017, dass das wirklich so ein bisschen ab von, weiß ich nicht, 120 auf 50, 60 Leute runtergekattet wurde. Im letzten Jahr war es nicht so, da hat man quasi jeden mitgenommen, das war auch das Konzept. Auch mehr Leute in Kroatien, das hatte dann so ein bisschen Football-School-Charakter. Das hat natürlich dann wieder vielleicht
Wiederholungszahlen im Training, Problematiken, dass man da was hätte verbessern können. Aber auch das wird nächstes Jahr wieder so ein bisschen angepasst. Wie gesagt, man versucht da Dinge, das finde ich eigentlich auch ganz gut, sehr innovativ und nimmt sich dann das Beste raus, lernt daraus. Aber diese Tryouts, wo dann die offen sind, wo jeder hingehen kann, das, so fängt es halt an und damit halt wirklich leistungsmäßig, subjektiv natürlich, wie es immer so ist, wird ausgewählt. Was schön ist, ist, dass zumindest die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, die letzten zwei Jahre durchaus Spieler, die nicht, weil sie vielleicht auch jünger waren, noch nicht so weit waren, in dem einen Jahr nicht mitgekommen sind, trotzdem sich dadurch haben nicht entmutigen lassen. Teilweise auch Dinge, die man ihnen damals mit auf den Weg gegeben hat, umgesetzt haben, im nächsten Jahr wieder kamen und dann integraler Teil dieser Auswahl wieder wurden, was ja auch schön ist, klar. Dass sie nicht demotiviert waren, sondern dass es eher auch eine Sache war, die sie weitergebracht hat. Das ist eigentlich schön zu sehen. Also eine Spielentwicklung kann man dann schon sehen. Wobei man natürlich auch sagen muss, in der Altersklasse entwickeln sich sowieso weiter. Das ist ja eh spannend, das, was sich zwischen 13 und 15 oder zwischen 15 und 17 alles so tut. Ne? Ja, definitiv. Es ist ja auch nach oben hin sehr viel Entwicklungspotenzial und gerade in den jungen Jahren, wenn man früh anfängt, Football zu spielen, hat man eben die Chancen, das zu tun. Was ist denn dein Thema heute bei der Coaches Convention, beziehungsweise morgen, glaube ich, bist du im Programm? Ja, heute war das Thema Haftung, was Haftung des Übungsleiters, denke ich mal ganz spannend, dass man sich ja häufig als Trainer nicht unbedingt Gedanken macht. Man macht Dinge, aber dass es einen gewissen rechtlichen Kontext hat, dass man vielleicht auch unbedingt bestimmte Dinge achten muss, einfach schon aus Verantwortungsbewusstsein, um seine Spieler zu schützen, auch um sich selbst zu schützen, vielleicht vor Ansprüchen, die aufgrund vielleicht von Sorgfaltspflichten, die man gar nicht kennt und die man jetzt verletzt, auf einen zukommen. Das wäre eher ein ungeliebtes Thema, aber glaube ich ganz wichtig. Das Thema morgen ist eigentlich das, was mich immer schon bewegt hat. Das ist, ich nenne das immer How to Coach. Das ist so ein bisschen Führungsmethoden, Didaktik. Aber jetzt versucht auch so ein bisschen tatsächlich mit etwas mehr Hintergrund aus Managementlehren, Gesprächsführungstechniken, also Dinge, die man generell vielleicht da auch gebrauchen kann. Wie man Wissen vermittelt. Es ist ja so wie mit Laufen oder mit Kinderziehen. Das kann ja jeder. Ja, weil es niedrigschwellig ist, aber wenn man sich da mal wirklich damit beschäftigt, stellt man ja fest, naja, so ein paar grundlegende Kenntnisse und ein gewisses Fundament dessen ist dann ganz wichtig. Richtet sich für mich hauptsächlich als Publikum an Jugendtrainer, die ich damit ansprechen möchte, weil ich gehe davon aus, dass es auch im Herrenbereich spielen auch manchmal auch extrinsische Motivation eine andere Rolle. Ne? Das ist aber im Jugendbereich finde ich es ganz wichtig. Ja, das Thema hat mich immer schon umgetrieben, finde ich spannend, interessiert mich auch beruflich, fand ich das immer sehr, sehr spannend, mit Gruppen umzugehen, wie führt man, wie bringt man Dinge, sage ich mal, auf eine gewisse Schiene, wie hat man auch mit Projekten Erfolg und das nichts anderes ist das ja auch eine Saison oder ein Footballteam. Das ist so morgen das Thema. Klingt definitiv spannend, wir werden es uns auf jeden Fall anschauen, spätestens auf Video, ich hoffe, das gibt es dann auch auf Video nachzusehen. Herzlichen Dank dafür, danke fürs Interview. Ich bin schon gespannt, was so alles passiert in nächster Zeit und was wir von dir noch hören, vor allem von deiner U15-Auswahlmannschaft. Ja, danke. Ciao.